Die politische Wende im Osten Deutschlands ist für die Bundesbahn eine Herausforderung und muss gemeistert werden. Der wohl größte Schritt am Anfang des neuen Jahrzehnts ist die Einführung des ICE-Verkehrs. Zum 1. Januar 1994 erfolgte dann die Vereinigung von DR und DB zur Deutschen Bahn AG. Wir haben für Sie die wichtigsten Ereignisse in bewegten Bildern zusammengestellt. 103 im Berlin-Verkehr und Dresden, Doppelstockwagen für die DB, Plandampf bei der Bundesbahn, ehemalige DR-Schmalspurbahnen werden privatisiert und DR-Loks im Westen. Abschied von den Baureihen VN180, der V200, der E11, der E42 und anderen sowie das Nostalgieprogramm der DB. Neue Fahrzeuge sollen die Zukunft sichern, wie zum Beispiel ICE3, ICET, die Baureihen 101, 145, 152, 610, 611, 612 und die Talent-Triebwagen. Schneller geht es auf der Neu- und Ausbaustrecke von Berlin nach Hannover. Ein schrecklicher Höhepunkt des Jahrzehnts ist das ICE-Unglück in Eschede bei Celle. Die 90er Jahre gehören zu den spannendsten in der Geschichte der deutschen Eisenbahnen. Laufzeit 58 Minuten.